Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Nein, ihr hört nicht doppelt. Ich bin nicht Samuel L. Jackson und auch nicht seine Synchronstimme, sondern ich bin der Videothekar, euer Timo, und ich bin heute der kleine Anmoderator für unsere neueste Shorts-Episode, die wir nach unserem altbewährten Konzept ablaufen lassen. Ihr hört unter anderem heute etwas zu Mahendra Highway. Ihr hört was vom guten Stu zu Reacher zur neuen Staffel. Ihr hört was zu Was geschah mit Bus 670. Ihr hört was zu Surreal Estate. Ihr hört was zu Inventing Anna. Ihr hört was zur Ballade von der Weißen Kuh, was wir nachliefern. Und wir haben last but not least einen ganz, ganz kurzen Einblick zu einem neuen Sky-Film Book of Love. Den großen Start, einen der beiden großen Starts dieser Woche, Moonfall, dem widmen wir ein etwas längeres Besprechungsspecial. Viel Spaß dabei wünscht euch euer Videothekar. Wie gesagt, abonniert uns wie immer, bewertet uns bei Spotify und viel Spaß hier beim Telestammtisch. Berlinale Pressen sind in vollem Gange, Lieder total übermüdet. Und was hat das mit dem Film zu tun, den ich jetzt für euch hier beim Telestammtisch bespreche? Der hatte vor einem Jahr auf dem Nicht-Stattfinden-Festival Premiere. Beatrice Sanaias und Maria Mogadams Ballad of a White Cow handelt von der alleinerziehenden Mutter Mina, hervorragend dargestellt von der Regisseurin, die nach der Hinrichtung ihres Mannes erfahren muss, dass er unschuldig war. Obwohl sie als Frau innerhalb der ultrapatriarchalischen Gesellschaftsstrukturen ohne einen erwachsenen männlichen Verwandten praktisch keinerlei Aktionsfähigkeit hat, kämpft Mina für mehr als die ihr vom korrupten System zugesprochene finanzielle Entschädigung. Unerwartete Unterstützung erhält sie von Reza, der sich als alter Freund ihres Mannes ausgibt, tatsächlich aber einer der Richter ist, der ihn zu Unrecht verurteilt hat. Der auf ein religiöses Gleichnis im Koran anspielende Titel ließe schon erahnen, es geht um Schuld, Sühne und nein, nicht Vergebung, sondern Verurteilung. Und das dazu auf mehr als einer Ebene, politisch, gesellschaftlich, systemisch und letztlich vor allem ethisch. Die inneren Konflikte der beiden Hauptfiguren, die Gefühle füreinander entwickeln, haben also schon fast ein dostojewskisches Ausmaß. Die karge Inszenierung packt das in subtil symbolkräftige Bilder und das Kernmotiv der Handlung, wie leicht wir uns zu moralischer Überlegenheit aufschwingen, ist für die hiesige Gesellschaft mindestens genauso relevant wie für die iranische. Hervorragend gespielt, exzellent inszeniert und thematisch hochaktuell ist Maryam Mogadams Ballad of a White Cow von mir also eine absolute Empfehlung, die ihr ab dem 2. Februar jetzt also hier im Kino sehen könnt. Und was außerdem noch so läuft, das erfahrt ihr natürlich hier beim Telestammtisch. Ich bin Lida und sag, wir hören uns nach dem Festival wieder. Macht's gut! Namaste! Heute begeben wir uns in das ferne Nepal. Das sind zum einen ich, Christopher, und an meiner Seite Katharina. Hi. Wir bitten um Erleuchtung und wir tauchen ein in ein Land, das so viel mehr zu geben hat als nur den Mount Everest. Denn davon erzählt die Dokumentation Mahendra Highway. Sie startet am 10. Februar 2022 in den Kinos, hat eine Lauflänge von 1 Stunde und 26 Minuten und Regie führte André Hörmann. Katharina, was erwartet uns in Mahendra Highway? Mahendra Highway heißt halt diese 1000 Kilometer lange Straße, die einmal quer durch Nepal geht, und anhand dieser erzählt die Doku halt das Leben und die Kultur und die Natur in Nepal. Also man sieht alles von Teepflückerinnen bis hin zu den verschiedenen Religionen, das Leben in der Stadt, auf dem Land, das Leben in den Bergen und auch die Natur in den Dschungel und wie mit den Tieren dort zusammengelebt wird. Ganz genau, da wird eine ganze Menge an Inhalt gepresst in diese noch nicht einmal vollen 90 Minuten. Ja.
Das stimmt. Du hast, wie du schon erwähnt hast, das urbane Leben in Kathmandu, wie auch das ländliche Leben, Gesellschaft, Religion, das Leben ganz außerhalb der Zivilisation, alles kommt hier vor. Und das ist erstmal lobend hervorzuheben. Vor allen Dingen auch, dass Regisseur Hörmann sich nicht nur die Gesellschaft an sich ansieht, sondern auch einzelne Personen in den Mittelpunkt rückt. Wenn wir zum Beispiel an einer Stelle am Mahendra Highway eine Abzweigung nehmen, begegnen wir einem Mann, der ist zutiefst religiös und der reist immer einmal im Jahr nach Nepal, um sich dort reinzuwaschen und eine Zeremonie zu vollführen. Dann sehen wir ein Dorf mit Kindern, wo einzelne Kinder in den Vordergrund gerückt werden. Wir sehen bestimmte Leute, die Handel betreiben. Es wird also an vielen Stellen sehr persönlich und bleibt halt nicht einfach nur ein Runterrattern von Fakten. Ja, das stimmt. Ich meine, ich wusste nichts über Nepal, was die Kultur oder so angeht. Man kriegt einen richtig schönen Querschnitt. Man sieht so alles mal ein bisschen. Jetzt nichts Tieferes, sondern die Doku konzentriert sich darauf, alles mal so grob abzudecken und mal so grob zu zeigen, was ist Nepal überhaupt? Was gibt's da für Menschen? Was gibt's für Landschaften? Was gibt's für Gesellschaft? Was ist das für eine Kultur? Und zeigt das alles mal so ein bisschen. Das fand ich echt schön, um einfach mal so einen Überblick zu bekommen. Ja, zum Beispiel werden ja auch alle Religionszugehörigkeiten in Kathmandu aufgeführt. Und da sind sehr viel mehr als nur Hindu-Angehörige. Das hat mich auch überrascht. Ja, genau. Ich fand die Doku auch sehr schön. Das ist alles auch sehr bunt. Also auch vor allem in den großen Städten. Und ich fand die Bilder auch sehr schön, vor allem von den Bergen dann. Das ist schon eine sehr schöne Doku. Ja, tolle Bilder hat er eingefangen. Du hast ja auch eine gute Erzählerstimme, die dir all diese Infos, Fakten und Geschichten nahelegt. Man hört hier Tom Vogt, den kennt man ja auch als Synchronstimme von Colin Firth oder Lawrence Fishburne. Nur insgesamt muss ich sagen, so interessant das auch war, die Machart lädt nicht ein, dafür ins Kino zu gehen. Das ist mal wieder eine Dokumentation, wo ich mich frage, warum führt das ins Kino oder warum bekommt das ein Kinostart? Da würde ich mal wieder sagen, das ist so im Programm der Öffentlich-Rechtlichen am besten aufgehoben, finde ich eigentlich. Ach, ich weiß nicht. Also die Bilder auf der Leinwand so zu sehen, ich glaube, das hat schon was, das alles auf einer großen Leinwand mit guter Qualität zu sehen. Ich glaube, das hat schon eine andere Wirkung, wenn man das zu Hause auf einem kleinen Laptop-Bildschirm sieht. Ja, der hat schon hervorstechende Bilder von der Landschaft, das stimmt. Nur die ganze Machart hatte irgendwie, das klingt vielleicht komisch, das für eine Dokumentation zu sagen, aber die hatte nichts Cineastisches. Es gibt Dokumentationen, da holen Regisseure wirklich alles raus und wenden verschiedene Tricks an, um da auch mehr Emotionalität reinzubringen. Das war, so informativ es auch war, war es ein ziemlich nüchternes Ort zeigen, den Text dazu hören, nächster Ort zeigen, dann wieder Text und Infos dazu hören. Ich fand halt die Machart, die war sehr fernsehartig. Ja, es ist eine typische Doku. Man hat halt einen Erzähler und ab und zu kommen halt die Leute direkt zu Wort. Das stimmt schon, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man das vor allem der Bilder wegen gut im Kino schauen kann. Also wer sich für sowas interessiert, klar, da würde ich dann auch sagen, geht dafür ins Kino. Also das ist auf keinen Fall verschwendetes Geld. Da bekommt man schon einen sehr rundumfassenden Einblick in eine fremde Kultur. Eine Dokumentation, die in so wenig Zeit so viel Stoff unterbringt, das hat man auch nicht alle Tage. Das stimmt, und das ist trotzdem nicht irgendwie vollgestopft angefühlt. Man hat nicht das Gefühl, finde ich, dass er da irgendwie durchrusht, sondern man hat das Gefühl, er nimmt sich so viel Zeit, wie er für alles braucht, und trotzdem kann er alles gut abdecken. Ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, können wir auch schon zum Fazit kommen. Also, ich würde der Doku 3 von 5 Punkten geben. Ich fand sie sehr schön, hat einen guten Überblick gegeben. Was sind gute investierte 1,5 Stunden, wenn man was über Nepal lernen will? Da kann ich mich eigentlich komplett anschließen. Von mir sind es dann auch 3 von 5 Kühen, die auf der Straße liegen und den Verkehr lahmlegen. Ansonsten, Empfehlung von uns beiden, ist wirklich ein interessantes Ding, sollte man nicht übersehen. Damit bedanke ich mich bei dir, Katharina. Gerne. Bedanke mich bei allen Zuhörern. Weiterhin jetzt viel Spaß mit den nächsten Besprechungen hier beim Telestammtisch. Und wir beide erklimmen jetzt fröhlich den Mount Everest. Was sagst du? Genau. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. 26 Zentimeter waren es, die vielen Fans dem Thriller Jack Reacher angekreidet haben. Damals, 2012, spielte Tom Cruise die Titelfigur, die sich Romanautor Lee Childs ausdachte und die er mittlerweile durch 26 Kriminalromane ermitteln ließ. Das angebliche Problem damals bei der ersten Verfilmung war, dass Cruise mit mickrigen 170 Zentimetern viel zu klein war, um die geliebte Romanfigur adäquat spielen zu können. So zumindest die Meinung mancher.
Von dieser Meinung sollte man sich aber nicht abhalten lassen. Der erste von insgesamt zwei Jack Reacher-Filmen, beide mit Cruise, ist ein gut polierter und fesselnder Thriller, dem nur wenig fehlt, schon gar nicht 26 cm. Wem diese Mini-Ausgabe aber einfach nicht zusagte, braucht nicht verzagen. Seit dem 4. Februar 2022 gibt es exklusiv auf Amazon Prime die erste Staffel von Reacher zu sehen. Diesmal verkörpert Alan Richson den ehemaligen Militärpolizisten. Der Schauspieler ist zwar mit 188 cm immer noch zu klein, aber davon merkt man in den 8 Folgen der ersten Staffel nichts. Dem Darsteller mag die Star-Power eines Tom Cruise fehlen, dafür besitzt er die notwendige Physis und das alleine dürfte Fans der Vorlage glücklich machen. Nicht nur in den diversen Action-Szenen, sondern auch bei unscheinbaren Momenten gelingt es Richson, Jack Reacher eine ganz eigene Präsenz zu verpassen. So charmant der gerechtigkeitsaffine Vagabund hier auch dargestellt wird, er verliert trotzdem zu keiner Zeit diese Ausstrahlung, die etwas Rohes und etwas Gewaltbereites innehat. Wenn diese Kraft losgelassen wird, wird das Publikum mit schick choreografierten sowie durchschlagenden Kampfszenen belohnt. Echte Highlights, auch weil jede Bewegung, die Reacher hier ausführt, klar und deutlich einer Effektivitätsregel unterstellt ist. Reacher kämpft gnadenlos und hart, aber eben auch mit Verstand. Eine Melange aus Sherlock Holmes, John Wick und einem menschlichen Bulldozer. Abseits der Action fungiert die erste Staffel, die auf Lee Childs erstem Reacher-Roman basiert, als gut geschmierte, wenn auch leicht zur Überkomplexität neigenden Kriminalgeschichte, bei der die Schurken leider nicht mehr sind als kalkulierte Klischees. Die Reacher-Sidekicks hingegen haben es da etwas besser, aber auch bei ihnen merkt man sehr deutlich, dass die Serienmacher ihr Hauptaugenmerk auf die Titelfigur gerichtet haben. Mit einem Darsteller ohne Ausstrahlung und Charisma an vorderster Front wäre das gewiss ein Todesurteil. Aber Alan Richson macht sein Ding wirklich gut und auch die Figur des Jack Reacher, die eben auch etwas Mysteriöses umgibt, sorgt dafür, dass die Serie stetig interessant bleibt. Zugegeben, die ein oder andere historische Auswuchtung von Reacher hätte man sich sparen und somit die erste Staffel entschlacken können. Letztlich stören diese einzelnen Flashbacks aber nur marginal. Störender könnte für einige eher der archaische Tonus der Serie sein. Der Vigilant Jack Reacher wird stellenweise so penetrant als unfehlbar und moralisch übergeordnet dargestellt, dass hier und da ein unschöner Nachgeschmack am Seriengaumen hängen bleibt. Für Jack ist eines klar. Die Guten müssen beschützt, die Bösen müssen gekillt werden. Wer sich an solchen verstaubten Western-Attitüden stört, sollte um die Serie lieber einen Bogen machen. Wer diese, nennen wir es einfach mal Verfehlung, mit einem Augenrollen oder Schulterzucken auf die Seite stellen kann, bekommt mit der ersten Staffel bodenständige, gut gemachte Hausmannskost, die beflügelt wird durch teils tolle Action-Szenen und einem Hauptdarsteller, der fast die richtige Größe hat. Eine zweite Staffel Reacher? Nach der ersten? Ja, sehr gerne. Und damit gebe ich zurück zu den geschätzt 175 Zentimetern, die heute durch diese Sendung führen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer beim Telestammtisch. Wir sind wieder für euch da mit einer neuen Kinokritik. Wir bleiben am Ball und haben euch einen neuen Film mitgebracht, nämlich Ich die Lieder und der Niklas. Hallo zusammen. Und worum es darin geht, wann er startet, wissen wir nicht. Denn ob jetzt alles im Dezember anläuft oder erst im Januar ist offen. Aber spannend ist auf jeden Fall und wir werden ihn hoffentlich zu sehen bekommen. Und worum es darum geht, sagt euch jetzt Niklas. Ja, Ungewissheit ist auch ein großes Thema in dem Film. In Was geschah mit Bus 670 oder 670 geht es im Wesentlichen darum, dass die Mutter Magdalena ihren Sohn und den besten Freund ihres Sohnes vermisst. Die beiden sind in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Richtung USA. Das ist von Mexiko aus ein relativ beliebtes Ziel und mit der Hoffnung, der Kriminalität, der Armut und all den Lebensumständen, die ja allgemein als recht kritisch bekannt sind, zu entkommen. Viele Menschen sterben jedes Jahr. Das ist auch bekannt. Es ist ein sehr grausamer Pfad. Es gibt wenig Schutz für die Flüchtenden. Und gerade zwei junge Kids sind natürlich auch der Willkür der ganzen Personen ausgeliefert, die ihnen da auf dem Weg begegnen können. Was genau passiert ist, weiß man noch nicht. Zu Beginn des Filmes wissen wir nur, die beiden Kinder sind auf dem Weg in die USA. Auf dem Weg dahin scheint irgendetwas passiert zu sein. Der Kontakt zur Mutter bzw. zu den Müttern bricht ab. Und eine der Mütter macht sich dann auf die Suche nach ihrem Sohn. Es wird relativ schnell klar, dass der Freund ihres Sohnes tot ist.
Und sie möchte halt Gewissheit haben und herausfinden, was denn da nun eigentlich passiert ist. Wir begleiten im Film die Mutter auf dieser Reise, auf dieser Suche nach dem Schicksal ihres Sohnes. Wir begegnen gleichzeitig den Migranten Miguel, deren Wege sich dann später kreuzen. Und ja, diese kleine Odyssee ist dann im Wesentlichen über 90 Minuten das, was uns die Regisseurin, deren Spielfilmdebüt es auch ist, Fernanda Valles, so präsentiert. Und als mexikanischer Film natürlich auch irgendwie so ein bisschen das Paradebeispiel für gesellschaftliche Themen, die für die Menschen aus dieser Region natürlich relevant sind. Das Faszinierende an dem Film für mich war besonders, dass wir hier eine Perspektive haben, die die Regisseurin und ihre Co-Drehbuchautorin Astrid Rondero uns eröffnen, die man sonst niemals in typischen Grenzfilmen wie zum Beispiel Sicario oder der zweite Teil von Sicario, Day of Soldado oder auch die Doku Cartelland fallen einem da spontan ein, die man nie sieht, nämlich die weibliche Perspektive. Frauen existieren ja scheinbar in dieser Welt, wo Männer mit großen Waffen rumballern und sich gegenseitig um Drogen erschießen nicht. Aber hier haben wir diese Perspektive der Mutter, die auch mehrfach Hilfe bekommt, sowohl von weiblichen Angestellten der Busgesellschaft oder Frauen, die dort in diesem Grenzgebiet leben oder auch anderen Müttern, die ihre verschollenen Kinder oder Verwandten suchen. Denn man sieht, das ist da quasi ein Massengrab, diese Gegend an der Grenze, wo immer wieder regelmäßig nicht nur einzelne Reisende oder versuchte Immigranten oder ganze Busladungen voller Menschen verschwinden. Wie war für dich denn dieser Wechsel der Perspektive? Also es ist natürlich als Independent-Film irgendwo, bietet sich das natürlich an, ne, dass hier nicht Benicio del Toro mit einem M16 durchs Gebüsch läuft und haufenweise Kartellmitglieder abschlachtet, war jetzt auch nicht die Erwartungshaltung. Ich finde es gut, dass hier dann vielleicht eine etwas bodenständigere Position eingenommen wird aus eher der Perspektive eines Durchschnittsmenschen oder eines Menschen, wie es wahrscheinlich für Millionen Mexikaner mehr Identifikationspotenzial bietet als der Killer, ne? Der dann doch wahrscheinlich auch in Mexiko nicht so ganz den Durchschnitt darstellt. Ich fand es sehr gut. Es macht die Sache sehr nahbar. Generell finde ich, dass man das schon gut geschafft hat zu zeigen, hey, hier ist eine Mutter, die möchte einfach nur ihren Sohn finden, ist allerdings in einer sehr kalten Welt, ne? In einer sehr grausamen Welt und versucht sich da durchzuschlagen. Einer Welt, in der es aber dann auch Hilfe gibt. Also es ist jetzt kein, sage ich mal, rein böses Drama, das die Menschheit komplett verachtet. Gleichwohl es schon, ja, auch Tendenzen hat, von denen ich sage, okay, es ist jetzt auch kein Lobgesang auf Menschlichkeit. Ne? Die Atmosphäre ist, wie du schon angedeutet hast, sehr bedrückend, düster, eine exzellente Kameraarbeit haben wir und eindringliche Bilder, die das persönliche Drama auch in den Kontext des größeren, menschlicheren Dramas drumherum stellen. Denn es ist eine Gegend geprägt von Gewalt, Entbehrung und Armut, sowohl materieller Armut als auch Bildungsarmut. Man merkt, dass diese einfache Frau, die immer nur mit ihren Habseligkeiten und am sozialen Limit gelebt hat, kaum lesen kann und deswegen schon vor Hürden steht, die sich so in den typischen thrillerartigen Grenzfilmen niemals stellen, dass Menschen da zum Beispiel Analphabeten sind oder kaum das Geld haben, um sich auch nur ein Busticket in Richtung dieses Gebietes, wo ihr Sohn verschwunden ist, zu leisten. Umso weiter der Film fortschreitet, umso mehr verändert sich dann auch der Stil, den die Regisseurin hier anwendet, von semi-dokumentarisch naturalistisch zu symbolistisch angehaucht. Dieser Wechsel, der könnte vielleicht manche ein bisschen irritieren. Mir persönlich hat er aber sehr gut gefallen, weil sie versucht, mit Metaphern zu arbeiten, wo die Realität quasi nahezu unerträglich wird. Ja, also ich finde gerade optisch ist der Film eine interessante Erfahrung. Es ist nicht so, als sieht man komplett neue Bilder aus Mexiko. Ich würde aber sagen, was man hier gut geschafft hat, ist so, ich würde schon fast sagen, so eine Art dystopisch alttestamentarisches Flair. Also wir sehen hier keine Großstädte, wir sehen hier keine Leute, die groß mit Smartphones hantieren oder in Helikoptern fliegen oder moderne Autos, moderne Technik. Man wird schon sehr in diese Welt mitgenommen, in der das alles halt doch eher weit weg ist und keine Alltagsrealität, für viele Menschen zumindest. Gerade wenn zum Beispiel Magdalena und Miguel bei Miguels Verwandten, beziehungsweise dem Gebäude der Verwandten aufschlagen, der Heimat, da hat man auch das Gefühl, okay, das ist alles provisorisch zusammengebaut, das ist nicht Zivilisation. Das ist, okay, ich muss aus dem, was ich habe, irgendwie eine Bleibe bauen und das ist jetzt eben so.
ich finde, das bringt der Film schon sehr gut nahe und das ist auch, finde ich, schon so eine Essenz. Ne? So dieses, hey, es ist eben eine Welt, die ganz anders ist als das, was wir kennen. Nicht nur jetzt vom Gewaltgrad, das machen Actionfilme ja sowieso mit einer so überspitzten Art, sondern hier halt einfach auf so einer ganz grundlegenden Ebene. Also da, wo für Menschen der Alltag stattfindet, so das alltägliche Leben. Und man merkt, okay, das ist vielleicht ein Land, das liegt direkt neben einem der zumindest wirtschaftlich erfolgreichsten Staaten der Welt, ist aber auf einem ganz, ganz anderen Level. Und genau das spiegelt sich auch in den Menschen wieder und auch in dieser Brutalität, die da herrscht. Die wird in dem Film jetzt nicht so explizit gezeigt, aber mindestens angedeutet, erzählt. Es gibt einige explizitere Bilder. Und das alles zusammen macht das halt dann doch auch wirklich sehr authentisch. Der Film legt es aber halt nicht drauf an, den Menschen wirklich mit der mit dem Baseballschläger einzuprügeln. So brutal ist das da. Also es geht hier nicht um visuelle Explizitität. Das ist eine ganz große Stärke meiner Meinung nach dieses Films. Denn was im Hollywood-Kino oft geschieht, ist ja, dass die Mexikaner oder das ganze Land dämonisiert und systematisch kriminalisiert werden. Es gibt ja auch das berüchtigte Trump-Zitat, die Mexikaner seien Rapists and Criminals. Und dass das eben wirklich ein Stück Menschlichkeit zurückbringt, diese Erzählung und dieser ganz subtil gezeichnete Plot des Drehbuches wirklich exzellent geschaffen. Und dass es da um die Auswirkungen von Gewalt geht, ohne dass Gewalt, wie es in typischen Standard-Hollywood-Mainstream-Produktionen oft der Fall ist, ästhetisiert wird oder auf ausbeuterische Weise dargestellt. Das ist ja dann oft der Fall, dass man sich an der Gewalt aufgeilen und daran unterhalten soll und dass der Film trotzdem so tut, ja, die Gewalt ist schlimm, aber trotzdem können wir es mal genießen, wenn sie gezeigt wird. Gerade diesen Weg geht der Film hier nicht und schafft trotzdem eine extrem an die Nieren gehende, bedrückende Atmosphäre. Ich fand ihn sehr wirksam, ist auch exzellent gespielt, besonders Mercedes Hernandez, die Hauptdarstellerin, die Mutter Magdalena auf ihrer Suche verkörpert, schafft das ganz nuanciert, ohne dass es jetzt in Kitsch oder Sentimentalität abdriftet. Der Film ist sehr nüchtern in seiner Erzählweise, wie gesagt, naturalistisch, aber trotzdem für mich zumindest tief ergreifend. Ja, also damit gehen wir schon zum Fazit über, würde ich sagen. Und in dem Kontext müsste ich nur einen Kritikpunkt anbringen. So wirksam ich viele Aspekte dargestellt finde und so stark ich auch das Schauspiel finde, ich finde, der Film hat trotz seiner 90 Minuten Lauflänge doch hin und wieder Längen. Und ich kann jetzt leider nicht mehr so ganz genau sagen, auf welche Etappen des Films sich das bezieht. Aber ich hatte schon zwischendurch das Gefühl, ich müsste mal auf die Uhr gucken und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Das sagt mir immer, okay, hier ist gerade irgendwie ein Moment, der holt dich nicht ganz ab. Und auch der Plot-Twist, sage ich jetzt mal, fand ich jetzt ökonomisch, sage ich jetzt einfach mal, aber auch nicht so gewaltig, dass ich sagen würde, okay, ist vielleicht eher der Weg das Ziel. Am Ende gibt es natürlich eine Conclusio, von der ich sage, ja, auch die ist mitreißend, aber zwischendurch hat mich der Film manchmal ein bisschen verloren. Ne, einfach, weil ich das Gefühl hatte, okay, man hat so seine Stilmittel, die hat man auch gut gezeigt, jetzt wendet man die zum fünften Mal an, vielleicht ein bisschen kompakter. Das ist aber meiner Meinung nach, ist zumindest meine Erfahrung in den letzten Monaten gewesen oder auch im letzten Jahr, bei Indie-Filmen öfters mal der Fall. Vielleicht liegt es auch an mir als Rezipient, aber das ist was, wo ich sagen würde, da hat der Film für mich ein bisschen verloren, ist insgesamt aber vor allem, wenn man überlegt, dass es ein Spielfilmdebüt ist, unfassbar stark. Ne? Mir ging es persönlich nicht so, dass der Film mich verlor. Ich war von der ersten bis zur letzten Minute mit großem Interesse dabei. Mir hat auch besonders das subtile Band zwischen den verschiedenen weiblichen Charakteren gefallen. Das zeigt, wie Frauen zusammenarbeiten, ohne dass es groß was mit Partnerschaft oder Getue oder Geklüngel zu tun hat. Auch wie der Film zum Beispiel mit Close-ups arbeitet. Die Kamera, wie gesagt, hat mich total reingezogen. Oder wie schon bestimmte Aspekte, die am Anfang, wenn noch der naturalistische Stil dominiert, da sind, später auf die symbolistische Ebene vorverweisen. Und auch der Originaltitel dieses Films, das muss man dazu sagen, der ist
without identifying features, also ohne identifizierende Kennzeichen. Also ein viel, viel besserer, viel, viel passenderer Titel als dieser wirklich, muss ich leider sagen, sinnlose oder sogar widersinnige deutsche Titel, Was geschah mit Bus 670? Im ganzen Film taucht kein Bus 670 auf und es ist auch nicht die Frage, um die es geht, was mit diesem Bus passiert ist, was jetzt so nach so einem Mystery-Film klingt. Es geht wirklich um die Suche dieser Frau nach ihrem Sohn und um die Problematik, die soziale und kriminelle dort in diesem Grenzgebiet. Die USA ist ja da auch nur präsent in dem Film als eine Art Utopie, die irgendwo am Horizont steht, aber niemals sichtbar ist. Wir sehen die USA nie in dem Sinne. Es beginnt mit Miguels Ausweisung aus den USA und Magdalena erreicht die USA nie. Das heißt, das ist immer nur eine Art fiktionales Land, wo alles gut ist, aber die Leute da wie auf eine Art Betonmauer stoßen, weil sie immer wieder entweder zurückkommen oder es gar nicht erreichen. Also auch eine sehr metaphorische Ebene, die aber ganz tief in der Realität verwurzelt ist. So haben wir beide euch jetzt unsere Sichtweisen geschildert und jetzt ist schon der Punkt, jetzt können wir langsam Bustickets vergeben. Also von 1 bis 5 Bustickets für den Bus 670, wie viele gibst du denn, Niklas? Also 4 sind durchaus drin und die sind auch voll verdient. Meiner Meinung nach durchaus eine Empfehlung für jeden, der ja noch nicht mal unbedingt Independent-Filme mag. Ich glaube, jeder, der sich für diese Themen interessiert, der ja das, was Millionen Menschen da jeden Tag betrifft, der das vielleicht greifbar machen möchte für sich, der ist ja gut aufgehoben und erweitert den Horizont für die, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben. Und für alle anderen ist es, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung. In dem Sinne, guckt ihn euch an. Dem schließe ich mich an mit 4,5 Bustickets. Für 5 hat es nicht ganz gereicht, weil denn da ein paar kleine symbolistische Sachen oder technische Schwächen mich noch gestört haben. Aber 4,5, wenn ihr meine Wertungen so ungefähr kennt, wisst ihr, dass ich das sehr selten vergebe oder gar 5 Punkte. Insofern sage ich, wenn ihr die Chance habt, sobald die Kinos wieder auf sind, geht ins Kino, sucht nach diesem Film. Gerade die kleinen Filme werden es schwer haben, wenn sich dann alle Starts im Winter später mal drängeln. Wir hoffen, dass wir uns bald auch wieder vor der Leinwand vergnügen können und sagen bis dahin alles Gute und bleibt dran beim Telestammtisch. Ciao. Und bleibt gesund. Ciao. Hallihallo, hier ist der Sven und es folgt ein weiteres Solo und zwar zur Serie Surreal Estate, die seit dem 2.2. auf dem Sci-Fi Channel läuft. Worum geht's? Du suchst einen Käufer für das Amityville-Anwesen oder das Haus von Psycho? Dann helfen dir vielleicht die Damen und Herren rund um den Makler Luke Roman. Er und sein Team haben sich auf Spukhäuser spezialisiert. Diese werden von ihnen gereinigt und dann weiterverkauft. Doch auch jeder Spezialist trägt natürlich seinen eigenen Dämon und Geheimnisse mit sich. Auch ihr Neuzugang Susan Ireland hat einiges zu bewältigen. Der Cast. Ich mache jetzt nur mal die beiden in Anführungsstrichen Hauptcharaktere. Wir hätten den Tim Rosen als Luke Roman. Ich persönlich kenne ihn nicht. Ich habe keine seiner Serien gesehen. Aber dafür kenne ich die gute Sarah Levy, die Susan Ireland spielt. Sie ist die Tochter von Eugene Levy, dem Vater mit den Monsteraugen Braun aus American Pie. Was gefällt mir an der Serie? Die Serie hat viel Wortwitz. Sie hat viel Bezug auf Horror- und Gruselfilme. Es werden öfters mal Namen genannt, die man aus diversen Filmen kennt. Sie ist witzig, aber nicht albern. Also der Humor ist viel über den Wortwitz und natürlich auch gewisse Situationen wirken dann eher witzig, aber sie driften nicht in dieses Alberne ab und das gefällt mir sehr, sehr gut. Sie ist spannend, sie ist düster. Es gibt natürlich auch einzelne Scare-Jumps, aber die sind sehr wohl platziert und dienen nicht zum Aufbau der Spannung. Die ist schon vorher da, also meiner Meinung nach zumindest. Mit den Charakteren konnte ich mich sehr schnell anfreunden. Ich habe sie sehr schnell ins Herz gefasst und habe auch sofort angefangen mitzufiebern. Natürlich bildet sich auch um den mysteriösen Roman noch einen Hauptplot. Ich habe die ersten 3 Folgen gesehen und bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke auch, dass sich das Ganze noch mal ein bisschen ändern wird, weil dann auch die anderen Charaktere des Teams noch beleuchtet werden. Und ja, das könnte schon noch richtig gute Kost werden. Was hat mir weniger gut gefallen?
tatsächlich gar nichts. Ich fand die drei Episoden wirklich sehr gut. Super Effekte, super Setting. Das sieht alles hochwertig aus. Hat mir gut gefallen. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Es ist mein Ersteindruck von den ersten drei Folgen. Ich hoffe, vielleicht habe ich euch einen kleinen Tipp gegeben. Also wer auf Sachen wie Warren steht, ein klein bisschen Supernatural-Einschlag hat, mit viel Meta-Humor was anfangen kann, dem kann ich die Serie absolut empfehlen. Wie gesagt, wöchentlich gibt es dann eine Folge. Ich hätte zwar gern alle gesehen, auf einen Rutsch, aber gut, dann müssen wir uns halt gedulden. Ja, das war's schon. Ich bin raus. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen. Ciao, ciao! In der Vergangenheit hat uns Netflix immer wieder ganz viele unterschiedliche Kurzserien um die Ohren geschlagen. Jetzt am 11. Februar startet eine neue namens Inventing Anna und geht um die Betrügerin Anna Sorkin. Ich bin Johnny, ich habe die Serie gesehen, zumindest die ersten 2 bis 3 Folgen und kann etwas mehr zu dieser eigentlichen Serie sagen. Es geht erstmal nicht direkt um Anna Sorkin, gespielt von Julia Garner, die das auch hier ganz gut macht, sondern um die Journalistin Vivian, gespielt von Anna Chlumsky. Und sie möchte herausfinden, was hinter dieser Betrügerin, hinter Anna Sorkin steht. Warum sie es getan hat, wieso sie es getan hat, was alles um sie rum die dazu bewegt hat, wo sie eigentlich herkommt, was die ganze Geschichte ist. Und diese Serie erzählt das in 9 Folgen. Diese sind aber auch leider sehr, sehr lang, weswegen ich, bevor ich die Serie überhaupt angefangen habe, erstmal hart schlucken musste, ob ich das vielleicht überhaupt alles geschaut bekomme. Denn die Folgen gehen zwischen 65 bis teilweise 85 Minuten. Das ist sehr lang, das ist selbst für eine Kurzserie auf Netflix, also eine Limited Series, doch schon ordentlich. Und das große Problem bei dieser Serie ist nicht, dass sie die Handlung eigentlich komplett falsch aufrollen, weil Anna Sorokin ist eigentlich nur die Nebenprotagonistin, obwohl es der Trailer anders vorgaukelt, sondern die ganze Geschichte. Denn teilweise ist Inventing Anna aufgezogen wie eine Komödie. Und sie ist auch teilweise inszeniert wie eine Komödie, nur dass sie nie witzig ist. Und das die ganze Zeit. Sie ist viel zu bierernst, sie nimmt sich auch zu ernst. Und dabei versuchen die Schauspieler auch immer diese Ernsthaftigkeit durchzusetzen, was dann auch sich in unangenehm anfühlt. Besonders Julia Garner, die eigentlich eine tolle Schauspielerin ist, die man aus The Assistant kennt oder auch aus der Serie Ozarks, spielt mit einem ziemlich aufgesetzten, unangenehmen deutschen Akzent daher, die das überhaupt nicht funktioniert. Und so ist ihr Charakter eigentlich auch gar nicht wirklich greifbar und merkbar eine Parodie als eine echte Umsetzung dieses Charakters. Genauso liegt es auch an der Journalistin Vivian, die immer wieder zu drüber ist, die zu sehr danach gräbt, was da eigentlich abgeht. Und dabei ist sie wie auf einer Party am Abend, wo man im Pyjama, eine Pyjama-Party, genau. Es ist wie so eine Pyjama-Party, wo sie sich dann mit irgendwelchen Leuten trifft, die mit ihr zu tun hatten. Und dann wird da einfach mal ein bisschen drumherum erzählt, einfach bei einem schönen Wein. Und das wirkt alles tonal komplett unpassend. Das, was erzählt wird in dieser Serie, ist viel zu ernst, viel zu fies und böse, dass man es teilweise inszenieren kann, als wäre es einfach eine Komödie oder ein Pyjama-Abend. Und das funktioniert einfach die ersten beiden Folgen nicht. Vor allem, weil die Folgen fast 70 Minuten gehen und sich dabei unfassbar in die Länge ziehen. Diese Serie hat keinen Grund dafür, überhaupt so lang zu sein. Und nach der zweiten Folge wissen wir über Anna Sorokin eigentlich immer noch gar nichts. Und das ist ein großes Problem. Deswegen würde ich erstmal von Inventing Anna abraten, denn sie ist zu lang, sie ist nicht wirklich so gut gespielt, sondern teilweise ziemlich drüber. Sie ist tonal komplett durcheinander und man weiß halt gar nicht, was man hier erwarten soll. An wen richtet sich diese Serie jetzt? An Leute, die sich mit dem Fall auskennen oder an Leute, die so Romcoms, Komödien oder so locker leichtere Krimi-Thriller wollen. Also irgendwie ist das einfach ein großes Kuddelmuddel und am Ende ergibt es kein Ganzes. Und deswegen würde ich Inventing Anna nach den ersten 2 Folgen erstmal nicht weiterempfehlen. So, das war meine Kritik zu der Serie. Ich hoffe, euch hat es gefallen und weiter geht's mit anderen Einspielen, anderen Live-Leuten, die euch mehr erzählen können. Viel Spaß.
Book of Love ist eine Eigenproduktion von Sky und hat in der Hauptrolle den aus Panem bekannten Sam Klefkin als doch eher verklemmten Autoren Henry Cooper. Dieser besagte Henry Cooper hat einen Roman geschrieben und dieser verkauft sich leider gar nicht, bis das Buch plötzlich ein sensationeller Erfolg in Mexiko wird. Deswegen besteht seine Verlegerin darauf, dass er zu einer Werbetour dorthin reist, um weiterhin die Verkäufe anzukurbeln. Als Henry in Mexiko ankommt, wird ihm der Grund für die Popularität seines Romans bekannt, denn die Übersetzung der Übersetzerin Maria, gespielt von Veronica Echegui, hat sein langweiliges Buch in einen erotischen Roman umgeschrieben. Henry ist zunächst wütend und ja, die Begleitung der für ihn zu eigenmächtigen Maria, die ist ihm etwas wie nicht willkommen. Und die beiden müssen sich aber auf dieser Lesereise gemeinsam durch Mexiko durchschlagen. Wie das aber so ist in Rom-Coms, Gegensätze ziehen sich natürlich an. Der Film selber hat eine Laufzeit von 106 Minuten, aber danach ist diese Laufzeit nicht gut genutzt. Der Film erzählt wirklich aus dem Rom-Com-Genre nichts Neues und wer eine Rom-Com kennt, kennt alle Rom-Coms. Sam Klefkin macht seine Sache soweit ganz gut, wobei man ihm diesen Spleening Henry gar nicht so richtig abnimmt. Und somit kurz und knackig, Book of Love. Ich glaube, ein Sky-Abo müsst ihr nicht extra dafür abschließen. Wenn ihr euch vielleicht an einem verregneten Frühlingstag mal ein bisschen blue fühlt und denkt, Mensch, ich bräuchte mal was zum Aufmuntern, dann guckt euch dann gerne Book of Love an. Wer allerdings irgendwas Neues, Genre-Erspringendes erwartet, der wird hier sicherlich enttäuscht. Also vielleicht nicht unbedingt ein neues Sky-Abo abschließen. Ja, das war's zu Book of Love von mir. Ein ganz kurzer Eindruck und macht's gut, euer Timo. Die NASA und ich haben gerade kein so überragendes Verhältnis. Das wird sich ändern. Wenn sie denen sagen, der Mond ist nicht mehr auf seiner Bahn. Roland Emmerich, schwäbischer Hollywood-Export, lässt mal wieder die Welt untergehen. In seinem neuesten Katastrophenfilm Moonfall hat der Master of Disaster sich den Erdtrabanten als Gefahrengimmick auserkoren. Mit Stargate und Independence Day lieferte Emmerich Mitte der 1990er Jahre großes und spektakuläres Blockbuster-Kino ab. Und so erwarb sich der Spielbergle von Sindelfingen den Ruf als technisch versierter Handwerker. Nachdem sein Box-Office-Track-Record seit Independence Day Resurgence, der gescheiterten Fortsetzung seines Hits, eher mau ausfällt und auch der vier Jahre später erschienene Midway eher bescheidenen Erfolg an den Kinokassen feierte, kehrt Emmerich zurück zum Disaster-Movie, ein für ihn nur allzu bekanntes Sujet. Doch was hat Emmerich anno 2022 noch zu bieten, was wir nicht bereits in 2012, seinem wohl größten Weltuntergangsszenario, bereits gesehen haben könnten? Hört dafür unseren folgenden Podcast mit der Besprechung zu Roland Emmerichs Moonfall. Brian, was soll das? Es steuert sich selbst! Halt, warte noch. Moonfall, der neue Film von Roland Emmerich, startet am 10. Februar im Kino. Wir haben ihn vorab sehen können und sind gerade ein bisschen eingestimmt worden durch unseren Einspieler. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine, ich habe den Thilo bei mir. Hallo Thilo. Hallo, grüße euch. Der alte Schwede aus München ist am Start. Das passt doch, von Flensburg bis München, so weit erstreckt sich der Tele-Stammtisch-Podcast für unsere HörerInnen. Prima ist es. Ja, ich sagte ja schon, es soll heute um den großen Start oder einen der beiden großen Starts am 10. Februar gehen, nämlich Moonfall, den neuesten Emmerich-Film. Und vorab wollten wir so ein bisschen nochmal abklopfen, wieso wir beide eigentlich zu Emmerich an sich stehen. Wie schaut's denn bei dir aus, Thilo? Wie findest du unseren schwäbischen Master of Disaster? Naja, ich meine, er ist ja schon so ein bisschen Aushängeschild der Deutschen in Hollywood und hat ja auch einiges geleistet. Und die Qualität seiner Filme ist für mich so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich sind es ganz tolle Bombast-Action-Disaster-Filme. Was die Drehbücher betrifft, sind sie mir manchmal dann doch ein bisschen zu infantil. Aber mein Gott, ich meine, man kann sie mögen, man muss sie nicht mögen. Aber ich finde, er hat trotzdem in seiner Laufbahn bisher einiges geschafft, was auch bemerkenswert war. Und witzigerweise, eine Kindergartenfreundin von mir war mal die Assistentin von Ute Emmerich, seiner Schwester, die das ja auch mitproduziert hat. Ja, das ist aber noch schön zu sehen, dass sie trotz dieser großen Hollywood-Maschinerie noch so eine Art Familiencharakter haben, ne? Also, dass die Schwester weiterhin produziert. Mhm. Wobei man natürlich so mittlerweile sehen muss, so wo sich Emmerich seine Gelder herzieht, das ist schon anders als vor 10, 15 Jahren. Hast du einen Lieblingsfilm von ihm?
Ich habe jetzt mal geschaut, was er denn so alles gemacht hat. Es ist ja doch einiges gewesen. Lieblingsfilm, also klar, Independence Day, das hat uns damals schon so ein bisschen geflasht, wobei der Film natürlich auch nicht perfekt war. Aber was mir gefallen hat, war White House Down zum Beispiel. Einer seiner besten, wenn du mich fragst. Ja, da haben wir etwas gemeinsam. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Ah, okay. Und den Midway fand ich jetzt auch besser, als er es vielleicht verdient hat. Er ist ein bisschen untergegangen, auch wegen natürlich Corona geschuldet. Aber ja, ich fand auch The Day After Tomorrow gar nicht schlecht. Es gibt durchaus Sachen, die ich mir ganz gern anschaue von ihm. Bei Moonfall, da müssen wir jetzt nochmal gesondert drüber reden. Ja, das ist, wie Justus Jonas von den drei Fragezeichen sagt, vielleicht doch ein speziell gelagerter Sonderfall, liebe Kollegen. Ja. Deckt sich fast bei mir. Also ich mag, wie gesagt, White House Down sehr, sehr gerne. Ich finde das auch, das ist der bessere Präsident-Weiße-Haus-Actionfilm im Vergleich zu Olympus Has Fallen und finde es immer noch schade, dass dieses Franchise drei Filme generiert hat und White House Down tatsächlich auch gefloppt ist. Und ja, ein bisschen so der Startschuss ist für das, was ich schon andeutete, dass Emmerich momentan, wenn er sich ein paar Gelder besorgen muss, und Emmerich braucht viel Geld für das, was er macht, weil er viel mit Effekten dreht, dass er da jetzt mittlerweile wirklich doch natürlich chinesische Geldgeber und Sonstiges akquiriert. Und das finde ich ein bisschen spannend, nachdem er natürlich jetzt so, sagen wir mal so, zumindest seit Independence Day 2 so ein bisschen sein Track Record, was den Box Office angeht, ja, so ein bisschen in den Sand gesetzt hat. Ich mag von ihm ansonsten, ich mag so ein bisschen noch 2012. Der ist zwar auch eher so in die Richtung Guilty Pleasure, aber natürlich so die Klassiker wie Independence Day. Ich finde das Godzilla-Remake von ihm so im Nachhinein noch wirklich schwach. Da das fand ich ganz, ganz übel, häufig nostalgische Kinobesuchgefühle bei mir dann dabei, ja, weil man das natürlich dann damals im Kino gesehen hat und sich da ausmalt, mit wem man da war und so weiter. Man darf auch nicht das Universal Soldier Franchise vergessen, natürlich. Da ist es natürlich die Frage, ob der erste da wirklich der beste ist. Nee, aber es gibt ein paar gute Teile, mit der Emmerich natürlich nichts mehr so wirklich zu tun hatte danach. Aber darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, ist teilweise eine ziemlich gute Actionreihe. Also manche Teile jedenfalls. Ja, finde ich auch. Hast du recht. Ja, wir haben ja schon so ein bisschen, wie man vielleicht gemerkt hat, so die paar Tropen, die Roland Emmerich uns bietet, da haben wir es schon so leicht angerissen. Dann kommen wir mal zu unserem, seinem neuesten Streich, Moonfall. Vielleicht, Thilo, bist du einmal so nett, hast du ein paar Eckdaten für unsere HörerInnen, damit sie so ein bisschen einsortieren können, ja, was Moonfall oder was da auf sie zukommt. Der nächste große, tatsächlich Emmerich Blockbuster, böse Zungen sagen ja auch Disaster Porn dazu ein bisschen, ne? Da wird wieder einiges bedient daran. Der Film ist 2 Stunden, 10 Minuten lang, kommt am 10. Februar in die deutschen Kinos und ist ab 12 freigegeben. Mitspielen tun Halle Berry, Patrick Wilson und John Bradley. Und ich habe den ganzen Film, diese über 2 Stunden, geschwitzt im Kino und habe mir gedacht, woher kenne ich diesen John Bradley? Und mir ist es dann erst nach dem Film eingefallen. Aber Game of Thrones ist halt schon ein bisschen her und Samuel Tarly hatte ich nicht mehr so im Hinterkopf. Und der schaut nämlich noch genauso aus wie damals. Okay, war der Samuel aus Game of Thrones. Also durchaus prominente Besetzung, auch Donald Sutherland in einer ganz kleinen Rolle zu sehen. Durchaus einige Namen, die man kennt. Und ja, worum geht's jetzt bei dem Film? Die NASA bzw. einige Wissenschaftler finden heraus, dass der Mond seine Umlaufbahn verlässt, langsam aber sicher auf die Erde zusteuert, in ein paar Umdrehungen dann auch teilweise auf die Erde stürzen würde und natürlich die gesamte Menschheit mitnehmen würde. Und ein bunt zusammengewürfelter Haufen, ein Ex-Astronaut, seine Ex-Partnerin und eben dieser bisschen durchgeknallte, selbsternannte Wissenschaftler, eben von John Bradley gespielt, die versuchen das Ganze dann irgendwie aufzuhalten, soweit so bekannt und soweit so bisschen, wie soll ich sagen, bisschen an den Haaren herbeigezogen auch. Ja, Emmerich doing Emmerich things könnte man das auch umschreiben. Wir sagen einmal für unsere HörerInnen, es ist bei diesem Film eigentlich unmöglich zu spoilern, weil der Trailer schon wahnsinnig viel preisgegeben haben, wie ich finde. Ja. Tut dem Film am Ende auch überhaupt nicht gut. Aber wer jetzt so gar nicht wer sich komplett überraschen lassen will ins Kino will, der hört am besten vielleicht am Ende des Ganzen, wenn wir doch ein bisschen in den Spoilerteil gehen, wir werden dann nochmal gesondert warnen, wenn wir wirklich so vielleicht gewisse Handlungsstränge oder Handlungsentwicklungen vorwegnehmen und sagen wir nochmal gesondert eine Warnung. Wer jetzt aber völlig blanko ins Kino gehen will, der
macht jetzt hier Stopp, ja. Geht ins Kino am 10. Februar oder ab 10. Februar und hört dann danach den Cast. Ja, es stimmt, es ist durchaus ja ein Plot-Twist am Ende, den ich nicht unbedingt jetzt heraus spoilern möchte, ohne Vorwarnung. Da ist dann schon, geht der Film plötzlich in eine etwas andere Richtung. Ob es ihm jetzt gut tut oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich schaue zum Beispiel auch gar keine Trailer mehr, weil die mir einfach inzwischen zu viel spoilern, ganz ehrlich. Ja, wäre ein gesondertes Thema für eine eigene Cast-Folge, finde ich. Was mittlerweile Trailer ein Versauen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Trailer gesehen habe zu dem Film, denn ansonsten geht es mir wie die, ich versuche Trailer mittlerweile wirklich zu vermeiden. Das ist schwierig geworden, weil man ja durch Twitter, Instagram etc. wirklich zugeballert wird. Ja. Aber und die sind ja auch so lang inzwischen, die Trailer. Die sind ja fast 3 Minuten, ja. Und da nehmen sie halt dann schon einiges weg. Aber gut. Zurück zum Film, ohne dass wir jetzt groß spoilern wollen, wie so ein Trailer. Wie hat er dir denn gefallen jetzt im Endeffekt? Sagen wir es mal so, in unserer Pressevorführung waren sehr viele Lacher an Stellen, bei denen ich mir, also ich selber habe auch herzhaft gelacht an der einen oder anderen Stelle und ich wusste gar nicht, ob das so beabsichtigt war. Denn das ist hier schon echt, also ich habe das auch ein bisschen in meiner Kritik, die auch rausgegangen ist, so ein bisschen abgefasst. Das ist echt, man hat so das Gefühl, es ist so ein Best of Emmerich oder auch Worst of. Wenn du einen Emmerich-Film von einem Aufbau der Handlung kennst, kennst du alle. Also es ist wirklich genau der gleiche Kram. Man sieht genau die gleichen Dinge, irgendwelche Einblendungen von Ortschaften und was da passiert und das wird alles so hingeschnipselt. Was mir wirklich gefallen hat, und ich glaube, das ist auch Emmerichs Ansatz, dass er sich selber da auch wirklich nicht so ganz für voll nimmt und das nicht ernsthaft runterrattert, sondern das ist schon eher ein Unterhaltungsfilm und das ist so Disaster-Porn, ohne jetzt in die Richtung Deep Impact zu gehen, sondern doch schon eher so in die Richtung Armageddon, wo man einfach ein bisschen Spaß haben soll. Soll. Aber so als erster Eindruck, er hat durchaus seine Längen, du sagtest ja auch knapp 130 Minuten. Ja. Er hat durchaus auch seine Fehler, und zwar massive Fehler. Und deswegen empfehle ich auch jedem, der diesen Film halbwegs genießen möchte, dass er bitte auch nicht so viel nachdenkt über das, was er da sieht und was er da vor allen Dingen an Dialogen geboten bekommt. Wie war es bei dir? Du hast vorhin sehr schön schon angerissen, das, was für mich die Quintessenz des Filmes ist, du erwartest einen Emmerich, du kriegst einen Emmerich. Ja, du kriegst keine tolle, interessante, logische Geschichte, du kriegst einen Haufen Effekte um die Ohren geballert und einen Haufen unlogischer Schmarren. Aber wenn du dich darauf einlassen willst, warum denn nicht? Der Film ist ab 12 freigegeben. Vielleicht gibt es 12-Jährige, die sowas total geil finden. Für mich war es ein wahnsinniges Wechselbad der Gefühle. Und für mich, erstmal war er auch zu lang. Finde ich eindeutig. Und ich finde, er ist nicht sehr stringent umgesetzt worden. Da hat Emmerich schon deutlich geradlinigeres abgeliefert, wie zum Beispiel mit Independence Day oder The Day After Tomorrow oder so. Das Drehbuch hat er mitgeschrieben, aber nicht allein. Vielleicht war das ein Fehler. Der Film springt wahnsinnig zwischen Szenen und Handlungen und Zeitebenen. Und es macht nicht so viel Sinn. Aber das muss er wahrscheinlich auch gar nicht und soll er auch gar nicht. Aber es ist ein Wechselbad der Gefühle gewesen für mich. Ja, also ich hatte auch enorme Pacing-Probleme. Gerade so im letzten Drittel muss ich wirklich sagen, dass es mich das ein oder andere Mal wirklich zum Staunen gebracht hat, wie schlecht das Pacing war. Man hatte fast das Gefühl, es sei ein Regiedebüt oder vielleicht die erste, zweite große Arbeit. Und das hat mich fast rausgerissen aus dem Film. Ich weiß, dass ich bei Emmerich auch nicht erwarten darf, dass da irgendwelche großen Figurenzeichnungen oder irgendwelche messerscharfen Dialoge à la Aaron Sorkin kommen. Ja. Das Fachgebiet ist sicherlich die visuelle Opulenz und auch Brillanz. Das Problem, was ich bei Moonfall dabei habe, ist, dass mich dieses, früher hattest du dieses, oh wow, und diese Effekte und was für Sequenzen. Und hier hast du eher so den Eindruck, dass du das alles schon mal auch bei Emmerich gesehen hast. Also ich habe so dieses Bild des Best-of-Albums, das habe ich nicht ohne Grund gewählt, weil ich schon so das Gefühl habe, du siehst so die in Anführungsstrichen alten Hits etwas neuer verpackt vielleicht in so einem kleinen Remix. Mhm. Aber irgendwie hat mich dieser Remix überhaupt nicht gepackt. Und das Problem ist dabei auch, also man merkt einerseits, dass Emmerich ja wirklich, wie ich schon sagte, das Geld überall einsammeln muss, und da, um da auf seine 150, 160 Millionen zu kommen, die so ein Moonfall dann trotz allem kostet. Aber so die Qualität der CGI-Effekte ist dann doch schon schwankend, um das mal
wohlwollend zu formulieren. Ja, und man hat es tatsächlich ja schon öfters einfach mal schon gesehen. Das ist einfach dieser Neueffekt, wie es bei Independence Day damals war, den gibt es einfach nicht mehr. Weil es war jetzt die gefühlt 100. Tsunami-Welle, CGI-Tsunami-Welle, die ich gesehen habe, ja auch in anderen Filmen. Und da war es jetzt nicht besser oder schlechter, als ich irgendwie schon vorher mal gesehen habe. Und dann hat es auch so, finde ich, keine Griffigkeit, was so die Konsequenz angeht. Also es gibt dann ja diese Sequenz, in der der Charakter von Patrick Wilson und John Bradley in diesem Hotel sind und gerade diese Welle zuschlägt. Ja, aber auch 2 Minuten später sitzen sie dann auf dem Hotelzimmer und haben Bademäntel an und schwafeln so ein bisschen über das Leben und versuchen so ein bisschen sich gegenseitig ihre Backstory per Exposition Talk so ein bisschen zu erklären. Genau auf diese Szene wollte ich auch ansprechen, weil die mich ziemlich gestört hat, weil eben auch, ich meine, der Mond kommt aus der Bahn, das heißt, die Gezeiten spielen verrückt, die ganzen Küstenstädte werden eigentlich absolut überspült und es wird aber alles nur so am Rande abgefrühstückt. Ja, im Grunde müssten ja da 10 bis 100.000 Leute sterben, was aber nie gezeigt wird, wahrscheinlich, weil der Film eben auch ab 12 ist und da irgendwie keine Tränen verursachen soll. Du siehst da diese Flutwelle, die rollt alles um, du siehst aber keine ertrinkenden Menschen. Dann hast du eben diese Szene dieser Hotellobby, da kommt ein bisschen Wasser, wird der Teppich ein bisschen nass, er zieht ihn dann auf die Treppe hoch und dann ist alles wieder gut, ja. Und das kommt andauernd vor. Auch so, ach, da sieht man halt mal einen Ausschnitt in den Nachrichten. Ah ja, wie irgendwelche bewaffneten, militanten, religiösen Fanatiker da irgendwie auf der Straße rumballern. Und dann ist das auch wieder abgefrühstückt. Es werden keine Konsequenzen, wie du selber gesagt hast, dieser ganzen dramatischen Katastrophenszenarien. Es gibt da keine Konsequenzen. Irgendwie, ja, dann sind sie plötzlich alle in den Bergen und dann ist plötzlich keine Schwerelosigkeit mehr und so. Also ja, das macht den Film leider auch so ein bisschen kaputt, finde ich. Und ich weiß nicht, ob Emmerich, der im Vorwege ja mal gesagt hat, dass er jetzt nicht mehr so komplett draufhalten möchte, wenn Menschen in seinen Filmen sterben, ob er sich da A, selbst zensiert und damit sich keinen Gefallen tut, oder aber, dass er natürlich, weil er so viel Geld auch aus dem chinesischen Markt zieht und da sowas nicht so gern gesehen wird, wie so Menschen auf der Leinwand sterben, ob er sich da so Zugeständnisse oder ob er da selbst zu viele Zugeständnisse an dieses chinesische Publikum gemacht hat. Denn das war wirklich, du hast wie die Faust aufs Auge das formuliert, du hast 0,0 das Gefühl, hier sind bedroht oder Menschen in bedrohter Situation und die Menschen, die dann bedroht oder wo die Bedrohung akut ist, mit den Figuren bist du so 0,0 warm geworden, weil ich auch finde, dass dieser Film viel zu viele Figuren hat für das, was er erzählen will. Mhm. Also da gibt es den klassischen Emmerich, den in Anführungsstrichen fast schon verlorenen Sohn. Da gibt es dann die geschiedene Heldin, die auch noch ihren Sohn irgendwie mit versorgen muss. Dann gibt es den Ex-Mann, der beim Militär zufälligerweise ist. Und alle bekommen 0,0 Fleisch und sind wirklich eher so. Da kommt ja, der Stiefvater noch Figuren dazu plötzlich. Richtig. Ja, auch dieser. Auch ein beliebtes Emmerich-Motiv, das dann, und wir dürfen ja nicht so viel spoilern, aber es passieren halt auch immer fast die gleichen Sachen mit den Stiefvätern, ne? Ja. Also, nee, aber das ist, wie du bringt dann sagst, Film auch nicht viel weiter. Das sind, du bist immer bei so einer Handvoll Charaktere, die dann irgendwie eben diese Bedrohung haben und die dann immer so um Haaresbreite dann immer auch noch davonkommen. Aber was mit dem Rest der Menschheit ist, den gibt's gar nicht mehr. Den interessiert irgendwie keinen und da gibt's auch keine Konsequenzen zu sehen, sondern es geht immer nur um diese paar Handvoll Hanseln, die dann irgendwie die Welt retten sollen und dann immer um Haaresbreite von einer Gefahrenlage zur nächsten kommen. Aber so, dass die gesamte Menschheit da auf dem Spiel steht, das kommt bei dem Film halt leider überhaupt nicht rüber. Und dann dieser aufgesetzte Vater-Sohn-Konflikt, der hat mich auch richtig genervt, weil er so am Rande auch und so unnötig war, hätte man auch genauso gut weglassen können. Ja, womit ich, als ich aus der PV rausging, womit einige Kollegen Probleme hatten, ich das aber einerseits fast als Emmerich-Trope abtue und andererseits auch sehe, dass das anscheinend so eine seltsame Blockbuster-Entwicklung ist, dass wir ja mit diesem Casey Houseman, also der Figur von John Bradley, ja schon eher eine Art von Verschwörungstheoretiker und Schwurbler da haben, der aber am Ende des Tages ja komplett recht behält mit seinen Prognosen beziehungsweise mit seinen Theorien. Und das ist natürlich, also es hat Godzilla vs. Kong auch schon gemacht. Damit habe ich ein kleines Problem. Ich würde aber Emmerich gar nichts Böses unterstellen, weil das, wie gesagt, ich halte das fast schon für eine Emmerich-Trope, weil auch der Woody Harrelson-Charakter, dessen Namen ich nicht weiß, in 2012, das ist auch so einer, der ganz, ganz komische Sachen von sich gibt und dann am Ende auch rauskommt.
dass er mit allem, was er da sagte, recht gehabt hat. Also das scheint ja so, das ist dann auch wieder nah an der Selbstpersiflage bei Emmerich, das muss man leider sagen. Stimmt, aber du hast tatsächlich recht, das hat für mich auch so ein Geschmäckle gehabt, dass eben dieser Schwurbler am Ende recht hat und dann auch noch, ja, comes to save the day quasi, habe ich mir auch manchmal gedacht, so, das ist mir aber schon sehr nah an solchen Flat-Earthern zum Beispiel. Und ja, so in die Richtung geht es ja auch ein bisschen, ohne zu spoilern. Ja, und das macht dann so, also ich kann Moonfall vollkommen abhaken unter, das ist ein Guilty Pleasure, da soll ich nicht so viel nachdenken über das, was da mir erzählt wird. Ich krieg da quasi so Emmerich Evergreens geliefert und dann ist das auch okay. Aber das ist dann schon ein Aspekt, der einen, weil er auch so viel Platz einnimmt und natürlich auch immer wieder dazu herhalten muss, so ein, zwei kleine Auflockerungsgags zu machen. Das ist dann schon für mich nicht ein kleiner, sondern so ein mittelschwerer Störfaktor. Da kann John Bradley selber als Schauspieler gar nicht so viel dafür. Der macht seine Sache, wie ich finde, ordentlich. Mhm. Ich fand auch Patrick Wilson, weil ich den auch noch nicht so viel gesehen habe, okay. Halle Berry ist, finde ich, grandios unterfordert, aber ist auch okay. Wie immer bei Emmerich Schauspieler, also ich finde so seit Independence Day hast du immer das Gefühl, es ist so die, eins B-Liga, die er kriegt, die aber auch sich dafür hergibt, weil sie in Anführungsstrichen wahrscheinlich ein vernünftiges, eine vernünftige Gage erhalten, ja. Aber so richtig was zum Spielen bekommen die halt gar nicht. Nee, ich glaube, das ist denen auch bewusst. Die kriegen da ein hübsches Sümmchen und dürfen mal in so einem fetten Film mitspielen und mehr brauchen sie, das haken sie dann, glaube ich, auch schnell ab. Also insofern machen die ihren Job ordentlich, das sind alles gestandene Schauspieler, aber ja, in so einem Film bist du dann auch leicht mal unterfordert, wie eine Halle Berry natürlich auf jeden Fall es ist. Oder auch ein Donald Sutherland vielleicht sogar. Ja, dessen Auftritt ist, also der hat natürlich auch wieder eine Menge für die Exposition zu sagen, aber ansonsten, er taucht auf und dann ist er auch wieder weg. Ja. Und man fragt sich. Michael Peña genauso. Ja, sowieso. Der hat ja sogar noch, der ist ja, glaube ich, noch eingesprungen und da wurde die Figur sogar noch umgeschrieben, damit er diesen latinoamerikanischen Gesichtspunkt mit reinnimmt. Das ist schon, wie gesagt, ich finde Emmerich da sehr, sehr nah an der Selbstpersiflage, so was er da bisher an Filmen abgeliefert hat. Ich kenne jetzt Charlie Plummer nicht so gut, das ist ja der den Sohn spielt. Hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gebraucht für die Handlung. Nö, den hättest du auch weglassen können, ohne dass es irgendwie gestört hätte. Erstaunlicherweise ist dann natürlich auch noch eine Figur, das ist, glaube ich, die Au-pair-Nanny von Halle Berry. Ach, die natürlich Chinesin ist. Genau, ich glaube, das ist dann natürlich so das Zugeständnis für den chinesischen Markt, aber ja. Dadurch, dass sie so völlig, also fast völlig obsolet ist und man fast auf sie verzichten kann, ist das so austauschbar, dass einen das nicht weiter stört. Also das hatte ich schon in anderen Blockbustern, die so den chinesischen Markt ins Visier nehmen, hatte ich da Schlimmeres befürchtet und das war okay. Also wenn der Roland dafür die paar Millionchen aus China bekommen hat, dann sei es, dann stört dieser Charakter nun auch nicht mehr. Aber das war auch so unglaublich unnötig und aufgesetzt, dieser Charakter, dass du genau gewusst hast, warum die jetzt da mitspielt. Wie stehst du denn so zu dem ansonsten technischen Handwerker Emmerich, so was so sein Schaffen angeht? Also jetzt haben wir schon die Effekte erwähnt, auch so ein bisschen dieses wenig Griffige, wenig Konsequenzen aufzeigen. Aber machst du bei ihm in diesem Film irgendwas auf oder aus, was dir zumindest so ein, zwei Pluspunkte oder was ihm ein, zwei Pluspunkte einheimst? Naja, er hat schon immer ein Händchen dafür, so ich krall mich mal kurz in den Sessel fest, weil da jetzt die haarsträubende Action da für die Hauptdarsteller um Haaresbreite wieder schief geht oder eben dann nicht. Das macht er schon gut. Also der weiß schon, was er tut. Ja. Aber wie du selber angesprochen hast, ist diesmal das Pacing einfach nicht richtig gewesen, was er früher eigentlich drauf hatte. Und das ist jetzt das, was ich am meisten irgendwie fast zu bemängeln habe an dem Film. Aber als Handwerker, wie er jetzt auch die Effekte dann eben in den Film einbaut, das ist schon alles top-notch. Also wenn man auf sowas steht und wie gesagt, gerade vielleicht Jüngere, die jetzt nicht unbedingt Wert auf stringente Drehbücher stehen oder da Wert drauf legen, die können dem vielleicht dann doch mehr abgewinnen. Aber ich finde, man hat einfach schon mal besser gesehen von Emmerich. Ja, ich gebe ihm einen Punkt und das ist immer dann, wenn es ins Weltall geht. Da finde ich, hat der Film gerade audiovisuell echt Stärken. Da schlägt er auch mal so ein paar Handlungspfade ein, die man bei Emmerich jetzt noch nicht so unbedingt gesehen hat. Gleichwohl, und da kommen wir wieder, ne, erst der Apfel, dann die Zitrone sozusagen im Feedback. Da kommen wir auch gleich wieder zur Zitrone. Das zieht sich dann natürlich elendig lang, was wir da noch an
strengen Geboten bekommen, die dann einerseits Sachen bestätigen, die wir schon vorher erfahren haben und dann nochmal ein Feld aufmachen. Ich habe dann teilweise wirklich das Gefühl gehabt, dass so ein paar Ideen aus den Independence Day Sequels, da sollte ja noch eigentlich mehr folgen als der zweite, weil der ja auch der da ja deutlich auch am Boxoffice enttäuscht hat. Aber hatte ich so das Gefühl, so ein, zwei Ideechen hat sich da der gute Roland nochmal vorgeknöpft und nochmal ein bisschen variiert, um sie da in diesen Film zu pressen, denn kann schon sein, ja. Aber das können wir jetzt einmal auch wirklich. Wir wollen ja nicht spoilern. Den Film noch, genau, wer den Film also noch nicht gesehen hat und ihn noch sehen will, es gibt halt im letzten Drittel, also Spoiler-Warnung, es gibt im letzten Drittel eine Entwicklung, wir bleiben trotzdem aber kryptisch, die hier schon vorher angedeutet wird und die dann konsequent zu Ende geführt wird, aber wahnsinnig langatmig und breit getreten ist. Ja, aber der Witz ist, als dann nämlich diese Twist-Auflösung kommt, wo die Hintergrundgeschichte erzählt wird, da packen sie plötzlich, keine Ahnung wie viel, 1000 Jahre in 30 Sekunden. Also das fand ich dann auch schon wieder so dermaßen über, dass ich gedacht habe, ist das, war das jetzt Absicht oder keine Ahnung, wollten die das jetzt einfach nur noch reinquetschen? Also das hat auch für mich hinten und vorne nicht gepasst. Ja, es, ihr seht, wir sind eher unterfordert und ein bisschen in Sachen, ja, milder Empfehlung oder leichter Empfehlung unterwegs. Wir haben auch gesagt, so im Vorwege, wir können gar nicht so viel mehr sagen, weil der Film gar nicht viel mehr hergibt. Spannenderweise ist er, das sind so die aktuellen Entwicklungen, ist er ja am Boxoffice US wie auch weltweit schon ziemlich auf den Bauch gefallen und hat eine ziemliche Bruchlandung hingelegt. Und das eingedenk der Tatsache, dass Emmerich selber erstmal über, ich glaube, Marvel und Fortsetzungen sich despektierlich geäußert hat, ist immer eine gute Idee. Grüße an Martin Scorsese an dieser Stelle. Das ist spannenderweise für einen Filmemacher, der jetzt selber was so innovative Erzählweise angeht, vielleicht die Messlatte nicht allzu hoch gelegt hat, ist das doch ein gewagtes Unterfangen, erstmal das übliche oder mittlerweile fast schon übliche Marvel-Bashing zu betreiben. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er sich damit einen großen Gefallen tut in diesen Zeiten. Ja. Keine Ahnung. Wohl nicht. Ja, aber wie du so schön sagtest, man sollte den Film jetzt auch gar nicht mehr Aufmerksamkeit geben, als er jetzt im Endeffekt erwartet oder verdient. Es ist solides Effektgewitter. Wenn man da keinen Wert auf großartige, tolle Handlung legt, kann man sich das anschauen. Wie gesagt, vielleicht eher für Jüngere sogar. Ich fand, wenn wir jetzt eine Bewertung abgeben dürften, dann hätte ich jetzt, wenn früher hatten wir 5 Sterne gehabt, dann hätte ich dem 2,5 gegeben. Und der Film ist einfach wahnsinnig durchschnittlich. Die IMDb-Bewertung ist 5,3 und genau das sagt eigentlich alles. Mehr muss man zu dem Film nicht wissen. Und es ist wirklich, also ich muss nochmal sagen, wenn du einen Emmerich erwartest und haben willst, kriegst du ihn. Ja, ja, du gehst quasi in den Mac Emmerich und sagst, ich hätte gern das große Menü. Genau. Und sie fragen dich mit extra CGI dazu und du sagst, jo, hau und dann drauf. Kriegst du das vorgesetzt und dann ist das halt lauwarm, kannst schnell essen, und ist schnell verdaut und ist auch schnell vergessen. Genau, und wenn du da ein bisschen Bauchschmerzen hast danach, dann kann das auch, geht das auch wieder vorbei. Ja. Richtig, wenn die Galle so ein bisschen zieht oder das Leber, die Leber so ein bisschen an ihre Grenzen kommt, das ist dann halt normal bei solchen schnell und schnell fabrizierten und schnell konsumierten kleinen Häppchen. So ist es. Ich glaube, besser kann man es nicht zu Ende bringen. Danke dir für die Zeit. Ich danke dir und da stoßen wir total ins selbe Horn. Ja, Einigkeit im Podcast. Moonfall nochmal, 10. Februar, falls ihr Bock habt auf den Film. Ansonsten abonniert uns, bewertet uns bei Spotify und Co. Und wir sehen oder hören uns vielmehr hoffentlich beim nächsten Mal. Vielen Dank, Thilo. Und danke, Thilo. Du hast das letzte Wort. Ja, Krawum, Krawum, sag ich nur. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.